man bereitet es, man macht, man leitet den Rückzug ein. Okay, ja, und das ist die richtige Entscheidung in dieser Situation. Ich hoffe, Sie denken daran, dass Zade auch zurück muss. Dass ihn jemand mal anfunkt oder mal an seiner Blechbüchse anklopft, du, wir verlegen zurück, jo, alles klar, aber ich denk mal schon, dass er er da mitgenommen wird. Fokussiert sich sehr auf den Punkt dort. Ich würde auch vielleicht, ich weiß nicht, ob man das, also legitim ist es ja, kann man ja ruhig machen. Dass man sagt so, ey, wir haben sowieso gerade so viele kaputte Gruppen hier rumliegen. Guck mal eben, dass du da jetzt einen neuen Fahrer kriegst. Der zahlt auf den Kommandanten. Fahrer, Büchse mitnehmen, fertig. Ja, okay, er fährt den Bock selbst zurück. Das ist in Ordnung. Das finde ich ist auch eine tolle Eigeninitiative eigentlich. Ich meine, dass er selber mobil bleibt. Und sich jetzt zurückzieht, das finde ich gut. Wir sehen jetzt hier nochmal den Butt am Flicken. Nomisum ist schon auf Magenta. Gelber rauf, ja. Ihr müsst da raus. Nord. Da raus ist ein gelber rauf. Nee, du wartest noch danach, wir laufen zusammen. Ja, wir ziehen uns jetzt zurück, ne? Also es sieht jetzt so aus, als wenn er noch gerettet werden könnte. Zwar kritisch ist, aber ja, genau, immer noch gerettet werden könnte. Ja, wir sehen auch sehr schön, dass der Blutlevel wieder steigt. Also eine Infusion ist dran. Seht ihr an diesen Strichen um dem Symbol, genau, um das Symbol herum. Die füllen sich langsam. Ich glaube, das ist der Blutgehalt. Das war beim Sturmangriff. Ja, das war heftig. Kannst du nochmal wiederholen, warum euer Auto kaputt gegangen ist? Ich habe natürlich vergessen, den Sound wieder anzumachen. Ja, gerne. Unterlaufgranaten. Wurde mir so gesagt. Ich habe es natürlich selber leider nicht mitbekommen. Nur ein Bums und ohnmächtig, aber ja, Ulk ist vermutlich genau ins Heck. Deswegen war ich schwerer verletzt als mein Fahrer. Okay, verstehe. Läuft ja so halbwegs irgendwie, ne? Also ganz schön Ärger gekriegt. Oh ja, ja. Vor allem, also ich muss sagen, die Position war nicht schlecht, aber wir haben halt nichts gesehen von da oben. Das ist, du musst so ins offene Feld fahren, damit du was siehst. Und ein Typ mit Raketenwerfer und das wäre für einen unserer Wiesel aus gewesen. Ja, und von Raketenwerfern waren auch massig da unterwegs. Also das hat so die ein oder andere Situation wäre für euch sehr gefährlich geworden, wenn ihr schon da gewesen wärt. Ja, ich glaube, der zweite Wiesel hat mehrfach durchgefunkt, Raketenwerfer, und hat die sofort rausgenommen. Also da müsste auch ein paar ausgeschalten haben, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ich habe einen vermutet, dass ich ihn gesehen habe und ausgeschalten habe, war mir aber nicht sicher. Aber ich muss eins sagen, diese 2 cm HE-Granaten sind verdammt effektiv gegen Wachtürme oder kleinere Räume. Also da geht was. Ja, das haben wir gesehen. Also ich finde auch, so ein Wiesel, auch wenn er witzig aussieht, darf man nicht unterschätzen. Er hat Biss, nicht lange, und er kann halt nichts anstecken. Das ist, und wie gesagt, 200 Schuss HE ist nicht viel. Ich war jetzt rund auf, glaube ich, 130, der zweite Wiesel auf unter 100. Also ein Objective hätten wir vielleicht noch mitmachen können, und dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätten wir keine Muni mehr gehabt. Habt ihr nur HE-Munition gehabt oder habt ihr auch was anderes gehabt? Ja, 120 AP, aber ich glaube nicht, dass wir einen Schützenpanzer damit knacken können. Na, okay, verstehe. Okay, es sieht aber so aus, als wenn sie jetzt tatsächlich noch das zweite Objective mitnehmen wollen. Also es sieht ja tatsächlich so aus, als wenn die noch aufs zweite Objective draufgehen. Ja, anscheinend, ja. Also der Zade macht jetzt eine One-Man-Show in dem anderen Wiesel, der noch über ist. Ja.
Ja, ich muss sagen, du kannst die Wiesen eigentlich im Prinzip alleine bedienen, weil die Waffe ist nicht stabilisiert. Das heißt, wenn du fährst, kannst du sowieso nicht schießen. Nach dem Stehenbleiben kannst du auch nicht sofort schießen, weil das Ding wackelt. Warum nicht? In Position fahren, umsteigen, schießen, wieder umsteigen, weiterfahren. Warum nicht? Ja, haben wir auch gerade so gesagt. Also deswegen hätte ich auch gedacht, dass sie den anderen Wiesel, also deinen alten Wiesel auch noch mitnehmen, oder war der physisch kaputt? Ah, die, also wie ich ausgenockt worden bin, war die Engine gelb. Gut, aber das, da kann man ja immer noch Spaß mit haben dann, ne? Ja, nur MJ hat massive Rückzug befohlen. Ich glaube, wir hatten gar nicht mehr Zeit, uns zu suchen und vielleicht noch ausräumen oder schauen, ob er überhaupt noch fahrfähig ist. Die wollten nur mehr weg. Ja, das ist auch verständlich. Warte mal kurz, so, wie sieht's aus? Dein Schütze ist nicht da. Ich habe noch zwei Fälle. Du bist Sorry, wirklich. ich bin der Einzige noch übrig. Der andere Wiesel ist raus. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Auch nicht mehr gesehen. Du hast aber keine Toten gesehen, oder was? Nein. Oh. Ich habe eine Explosion gehört und Okay. dann habe ich nichts mehr zurückbekommen. Ich hatte noch Funkkontakt mit dem Odin, Fahrer. hier Odin 2, Frage, was ist los? Haben Sie auf uns vergessen? Komm. Negativ, Sie machen Schlusslicht. Erst wenn Fricks fertig ist, dann ziehen Sie nach, komm. Bei euch jemand verwundet immer noch? Ja, ich müsste am Kopf genäht werden, Frage, sind denke Sie bereits auf Ihr PA-Scout? Komm. Negativ, wir überwachen Vorrücken von Fricks auf. So, verstanden, Ende. Also, Es scheint tatsächlich beide so, als wenn Kommandanten sie noch waren nicht auf jeden geklärt Fall haben, bestätigt tot. welche Der Wiesel jetzt überall Fahrer kaputt hat sind. sich irgendwann nicht mehr gemeldet, nach einer Explosion. Ich gehe stark davon aus, dass er auch tot ist. Check. Okay. Aber sie Dann haben gehen wir davon zumindest keinen aus. zurückgelassen. Genau. Wo willst du mich? Odin Welche Richtung 2, soll ich hier sichern? Odin, komm. Bleib einfach Hört, erstmal hier, komm. Motor aus. Also, Sie können jetzt nachziehen. Ich mache weiter Spitzen mit Odin 1 und 3. Odin Ende. Herr Houston, Fargo, wer auch immer hier in Charge ist. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir können uns einfach mal angucken, wie das zweite Objective aussieht. So, also das Umfeld sieht soweit in Ordnung aus, würde ich persönlich sagen. Also die Spieler kommen ja von dort hinten. Ja, also vom Terrain her. Es ist ja letztendlich liegt das hier ja alles so ein bisschen auf einer Höhe. Also hier geht's ein bisschen hoch. Vielleicht ist diese Linie hier wieder interessant, so wie beim Objective gerade eben, dass man sich hier in Overwatch einrichten kann. Glaube ich aber nicht, weil ich glaube, dass dieses ganze Grünzeug hier ein bisschen nervt und einfach die Sicht hier drauf verdecken wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie, weil man sieht, hier sind so diese Mauern. Diese halbhohen Mauern, dass sie tatsächlich hier rum rein, um möglichst nah ranzukommen, den Wiesel vielleicht hier oben irgendwo platzieren oder hier an der Seite, na, da ist ein bisschen Quatsch, aber hier so, dass der einfach Overwatch gibt. Oder sie machen vielleicht so eine Art, naja, Hit and Run wird ein bisschen schwierig, wenn du nur eine Person noch im Wiesel hast. Und dann halt hier rein und Feuer frei. Ansonsten, das hier ist keine Option, weil hier ist gar nichts an Deckung. Hier genau das gleiche und aus dem Rückraum wäre Quatsch, weil da muss er einmal komplett rumlaufen. Also es macht schon Sinn, hier durch das Gehöft zu, also durch den Wald zu gehen, sich hier möglichst nah ranzukommen, hier dann aufzuteilen, hier oben dann vielleicht eine Overwatch einrichten oder eine Feuerbasis. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass viel Erfolg hat. Wir können mal kurz, nee, also das ist ein paar Sträucher, das würde nicht lohnen. Wobei, wir sehen jetzt hier, es sind hier, könnte man sehr gut überschlagen vorgehen, wenn man von oben kommen wollen würde, wäre mir aber zu heikel, weil ich, also hier sind zwar so ein paar Mäuerchen zwischendrin, aber wenn du erstmal liegst, dann liegst du da und dann kommst du auch erstmal nicht weg. Also auch eine sehr anspruchsvolle Situation. Schauen wir mal rein, was im Objective selber los ist. Wir haben über einen Daumen erstmal ein stationäres Geschütz. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache, dass wir hier erstmal schön HMG rum. Schauen wir uns gleich an.
Novak. Okay, gut. Klar, ach ja, stimmt, das können wir nicht sehen. Das macht aber auch nichts. Er ist zum Glück in die falsche Richtung ausgerichtet, wenn man so will. Ist aber erstmal, soweit alles okay. Weil war ja so auch gemeldet. Dann haben wir den zweiten Wachturm hier, dann Richtung Süd raus, muss das sein, müsste das, Quatsch, Richtung Ost raus, Ost. Ebenfalls stationäres HMG, ich denke mal, da ist noch eine zweite Person oben drin. Ansonsten haben wir hier noch einen Wachturm, ebenfalls mit einem HMG oder GMG? Nein, das ist ein HMG. Und ein paar Leute, die da noch so mobil unterwegs sind. Wir machen mal einen kleinen Überflug, würde ich persönlich sagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Einheiten sind noch unterwegs. Da gucken wir gleich mal, dass wir möglichst zügig wieder ein bisschen Punkt drauf kriegen, damit wir uns da einen kleinen Überblick verschaffen können. Ja, und ja, so sieht das Ganze hier dann aus. Das ist wirklich, finde ich, anspruchsvoll. Vor allen Dingen, weil so viel, sag mal, Manpower sitzt da jetzt nicht mehr drin. Also so überschlagen würde ich sagen, zwei Züge sind hier an Mannstärke schon drin. Wer weiß, was da noch drin ist. Können wir kurz gucken, aufklären lassen. Hast du schon diesen schönen Hinterhalt gesehen in Kalin, Farantis? In Kalin, warte mal, ich schaue mir gerade, wie heißt das Ortschaftel da? Borek an. Weil ich vermute eher, dass sie nach Norden jetzt gehen werden. Ja, das stimmt. Stimmt, da haben wir so nicht drüber nachgedacht. Aber, oh ja, oh, das ist auch böse in Kalin. Ja, das ist fies. Ja, also ich glaube, wenn ihr da die Straße hochgefahren wäre, ich glaube, wäre auch Feierabend gewesen dann. Ja, auf jeden Fall. Also das HMG zerlegt die Wiesel wie nichts. Naja gut, sie haben da unten eigentlich nichts aufgeklärt, außer Wachtürme. Ich nehme stark an, dass MG lieber die aufgeklärte Raketenartillerie und die Warriors zerlegen möchte, als irgendwas, wo nicht klar ist, ob dort überhaupt irgendwas Lohnenswertes steht. Henry und Jules, ich weiß gar nicht, wo. Gucken uns das dritte Objective an, was hier vorgezogen wird, Orek. Wir sparen uns jetzt einfach mal das Aufklären. Ich finde, das ist ein unüberschaubar großes Gelände. Fangen wir mal so an, über unüberschaubar großes Gelände. Genau, aber Farantis, sagen, wer oder was ist Katapult? Immer in Sichtverbindung. Der Funkname der Wiesel. Ist euer Ansprechpartner. Der ist eher weiter hinten, okay? Verteidigung. Okay. Per? Ja, mach ich. Jo. Ah, okay. Gut. Odin war die Infanterie oder ist die Infanterie? Katapult 1 und 2 die Wiesel und Frick, glaube ich, hat da Bad geheißen. Ach, dann habe ich Frick immer mit euch verwechselt. Oder Frick gern. Alles klar. Da das hinter dem Hügel ist, wir müssen also mindestens 200 Meter weiter Richtung Südost kommen. Ja, genau, das ist ja ein Auftrag. Sie haben jetzt einfach den Auftrag in dem Bereich, mir egal was für ein... Okay, ist einfach bloß ein Auftrag. Ihr müsst nicht immer ganz genau auf diese Position gehen, sondern einfach bloß jetzt von eurer Position Einsicht gewinnen auf Kalin, wenn da nichts ist, zu Objective Kilo. Dort also, so wie es jetzt ausschaut, wollen sie jetzt doch auf den Punkt zum Süden los. Ja, ist auch gerade der Auftrag an den einen Wiesel, den es auch da gibt, der positioniert sich da jetzt. Du bleibst immer hinten, ne? Du hast ja noch wie viele Sprengsätze? Ja. Ja, 5 Stück oder so. Wo die hier Katapult kommen? Wir haben jetzt Sicht bezogen auf Kalin. Wir hatten einen einzelnen Schütze in Obergeschoss, sonst keine Sicht auf Feindkontakt in Kalin. Ja, es ist genau hinter diesen Bäumen da. Wir hatten bisher noch keine Einsicht auf Objective Kilo.
Sie werden so verlegen, dass wir Sicht auf Objective Kilo bekommen. Komm. Hört? Frage, Einsicht auf Feindkräfte kommen. Wir haben Position gewechselt, haben jetzt Einsicht auf den ganzen Compound. Leider ist durch Buschwerk viel verdeckt. Wir haben inzwischen Sicht auf mindestens 10 Infanteristen sowie ein Maschinengewehr und mehrere Offroads ohne Bewaffnung parkend. Komm. Verstanden, bedeutet, wir haben Einsicht. Mein Kollege erkannt, wir halten uns parallel zum Kurs, allerdings müssen wir dann nördlich versetzt. Wir schwenken jetzt auch langsam rechts ein. HE noch 98 Schuss plus ein ganzes Magazin, AP komplett vollkommen. So verstanden, Trennung, Odin 1, 2, hier Odin, komm. Ich kann jetzt einsagen, ich habe Global Control, habe ich gerade gemerkt sowieso. Nee, passt. Wie gesagt, Rico scheint. Odin 1, hört sie kommen. Odin 2. Okay, dann auf eigenes Ermessen Odin 2, Laufschritt, Katapult meldet, sobald alarmiert, Odin Ende. Okay, wir können das Tempo erhöhen, suchen wir Laufschritt. Marsch. Den Blick von oben sehen. Links vorne, wir folgen jetzt dem geplanten Kurs. Odin an alle. Infanterie wechselt zu Feuerstatus gelb. Sobald Alarm oder Feindkontakt gehen wir automatisch über in den Angriff. Bedeutet Katapult stellt Feuerüberfall her und Infanterie aus der Bewegung in den Angriff und in Ende. Nicht gesehen. Schöne Kuhle hier. Die sind ja mit dabei, stehen auch ganz gut gedeckt. Das ist also sehr gut alles machbar. Odin an alle, wir gehen Marsch. Der dicke Offizier kann nicht mehr, Odin Ende. Was los? Also, Zivilinfrastruktur auf der Karte, bist du? Ja. Total sauber, weder Zivilist noch sonstige Bewegungen. Fällt hier soweit frei, der Bereich, also insgesamt hier soweit frei. Meine zwei Jungs verschaffen sich jetzt noch Einsicht auf Objective Kilo. Wird aktuell noch von dem Hügelrücken hier verdeckt. Ja. Ja, so korrekt Ende. Die Infos habe ich dabei mal noch nicht. Können wir versuchen, so lange wie es geht ran zu sneaken? Wird schwer, hier entlang. Haben wir nicht hier im Wald? Wir sind doch jetzt. Wir sind jetzt Gebäude? So, ja, es sind Gebäude. Ach, das kann man ja hier sehen. Ja. Okay. Meine Jungs sind jetzt hier, ungefähr irgendwo, am Waldrand, haben noch immer keine Einsicht auf das Zielgelände, müssten dafür über die ganze Freifläche drüber, weil hier das auch noch versperrt, die Sicht. Das heißt, bis hierher haben wir definitiv mal Sichtdeckung zum Zielgebiet, das heißt, da kommen wir schon mal um die Hälfte ran. Ne? Okay, dann jetzt vorwärts Marsch. Okay, restliche Gruppe aufschließen zu Miller und Mirko, haltet die Köpfe unten, ausführen. Zur Ausführung gehört. Jo. Okay, es geht gleich weiter. Und da wird genebelt. Ja, genebelt. Da wird geflossen. Alles klar. Ja, alles klar. Der hat jetzt Feuerbefehl bekommen. Ja. Schauen uns das mal von oben an. Sieht eigentlich gut aus. Wir sind noch sehr entspannt. Odin 1, bestätige. Will ich sagen. Ende. Uns aus gesehen, linke Hand des Ziels, ein Wachturm, vermutlich besetzt. Okay, das ist auch noch entspannt. Gut, der vordere, der gefährliche Wachturm von beiden ist kaputt. Ja, also der ist kaputt. Ja,
Okay, ja, also das haben die sehr gut schon mal den Weg geebnet. Das sieht wirklich gut aus. Es scheint auch jetzt nichts aus dem Hinterland nachzukommen. Auch das ist in Ordnung. Gehen wir wieder ganz nach vorne. Okay, wenn es soweit ist, fächern wir nach rechts auf. Das heißt, nach rechts auffächern und Feuerüberfall starten. Katapult hier, Odin, komm. Katapult hört, komm. Frage kommt, Ende. Meine Absicht ist es, Odin 2 breit machen, Trennung, Odin 1, mir folgen, ich bin auf Marsch, Marsch. Macht euch breit. Rechts aufklappen. Oh, jetzt geht Feuer auf den Wiesel. Odin 1 bestätige, es sind dran. Ende. Ach so. Der haben wir schon Feuer gekriegt, aber ich glaube, das ist. Glaube ich nicht schlimm. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Nee, das ist der Turm. Ja, das ist. Das ist nicht schlimm. Nee. So, jetzt fächern die sich wirklich sehr schön, sehr breit auf. Nice, sieht wirklich gut aus. Das sieht aus einem Bunker. Was ist Bo-Bunker? Warte ich. Innen drin, Kommandobunker. Ja, das sieht wirklich, wirklich schön aus. Ist ein bisschen, ist jetzt, geht gerade so ein bisschen. Halten. Ich gehe weiter vor mit Odin 1. Trennung Odin 1 für Odin, komm. Weicht sich ein bisschen auf gerade. Also, dass es ein bisschen, also, unstrukturiert aussieht. Macht aber, glaube ich, auch nur den Eindruck, dass es so. Ja, bleiben Sie dran, auf geht's. Also sie bekommen kein Gegenfeuer rein. Bin dran. Odin 3! In den Kompound rein. Rechts, hier ist ein Bunker, da ran! Ja, dann links. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich die Kräfte, die von weiter hinten kommen, über die Straße weg. Nein, da ist noch ein Turm. Ja, noch eine Bunker, Sandsack-Bunkerstellung. Manöver! Springen. Ja, wir machen das links vom Feind. Oder haben Sie dort hinten schon eine Feindberührung? Bestätige. Angriff mit mir. Jericho. Ja. Ja, zu mir. Gut, und hier durchs mir nach. MJ, wir rücken rechts über die Hauptstraße vor. Check. Ey, aber meide die Hauptstraße, Mann. Hier ist SBZ-Land. Ja, wir gehen nochmal links rum. Check. Du musst mitkommen. Achso, wir sind. Hä? Ja, check. Meine Leute laufen durch den Compound. Ja. Okay, da kommt Verstärkung von dem Hinterhalt, den wir dort oben hatten. T6. Gesichert, Munitionsvorrat. Ja, jetzt kommt Feuer von hinten wieder rein. Granaten und UGs. Abschuss. Aus Ost. Ja, jetzt kriegen sie das Feuer wieder aus. Das werden sie wieder, das ist diese eine Zwei-Mann-Patrouille, die außerhalb war. Ich bin mal gespannt, wie nah die jetzt ran. Das ist jetzt Handgranatenwurf, beide. Das, Gut, jetzt schießt sie natürlich. Jetzt macht sie ein Blindfeuer so ein bisschen. Versenkt auch die ein oder andere im Boden. Schießen oben drüber. Jules, wenn du dich zutraust, hoch auf den Wachturm, Hörreichweite. Gefährlicher Moment, wenn man diese blöden Türme hochgeht. Einfach. Schlicht und ergreifend, einfach weil man so offen auf diesen Treppen ist. Okay, Odin 2 hält Stellung, nimmt Feuerkampf mit Feind Richtung
So, jetzt muss ich aber kriegen. Nicht hochgehen, unten bleiben. Granaten rüber, Jungs. Granaten. Habt ihr noch Granaten? Einfach mal rüberschmeißen, den ganzen Bums. Oder sehen die ihn? Nee, doch, gesehen haben sie ihn. Sehr Zieltreffer, sehr zielsicher im Übrigen. Schwerpunkt für Sie jetzt Richtung Süd, West, die Straße entlang sichern, gegebenenfalls schon mal ein AP laden. Trennung, Odin 1, 4, Odin kommt. Nee, das scheint dann soweit erstmal wieder im Griff zu sein, die Ecke hier. Also Sie haben verstanden, Sie sollen Rennkompound sichern, kommen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Close Combat. Zweistöckigen Gebäude mit den grünen Fassaden, kommen. Verstanden, Odin 2 ist an der Südspitze des Compounds, dort dann doppelcheckt der Ziel. Die beiden sind im Haus, auch gemein. Er ist hier und er ist hier. Mann. Uiui. Er kann aber ganz böse werden. Da wollen wir mal gucken. Gut, der hat jetzt die Gruppe dort hinten aufgeklärt, was aus Versehen noch das Bad-Team ist. Also nicht aufgeklärt hat es nicht. Wahrscheinlich hat ihm jemand gesagt, dass die da sind. Das macht zumindest den Eindruck. Der kann noch ganz schön böse werden. Ja, jetzt haben sie ihn ausgeschaltet. Gut. Ist soweit auch keiner zu Schaden gekommen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, haben wir auf Seiten Blue 4 irgendwo Ausfälle? Sieht nicht danach aus. Ich glaube, es sieht gut aus. Der Wiesel hat, das Wiesel hat auch... Ich kann mich so drehen, dass ich danach Richtung Westen schauen kann. Großartige Arbeitsleistung. Jetzt machen sie genau das Richtige. Sie geben nämlich jetzt von nach Richtung Kalinin. Geben sie jetzt... Deckung. Und müssten jetzt gleich die Infanterie, die nachkommt, aufklären. Verstanden. Jetzt. Halten Sie Position Odin 1. Ja, jetzt sehen Sie sie aber auch schon unten. Ich bereite Spannung jetzt hat er den gesehen. Trennung, Katapult, hier Odin kommt. Katapult hört. Auch sehr zielsicher. Nehmen Sie Feuerkampf auf. Da ist Nahbereich, Freunde, was ist denn das? Ach, das war der zweite, ne? Ja, und das war der zweite, der dann noch als Streuner rum unterwegs war. Hat sich jetzt aber auch erledigt. Der hätte auch ganz, ganz böse Alarm machen können. So geil. Jetzt hat er ihm die Tür aufgemacht. Fuck, Dings hat's erwischt. Ja. So, jetzt hat er ihm die Tür aufgemacht. Und da ist noch einer drin. Wenn sie den jetzt anfangen zu versorgen, die Tür ist auf. Okay. Derjenige, der dort jetzt nachkommt, denkt, oh nee, da hat schon jemand reingeguckt, Tür ist ja offen, das ist gar kein Ding mehr, ne? Formsache. Nee. So, da ist jetzt noch eine KI drin, das kann jetzt nicht. Richtung 030. Das kann jetzt leider ganz. Gebäudeansammlung mit Eideblager. Ich wiederhole Eideblager, zivile Kräfte. Das ist eine ganz, ganz, ganz böse Falle. Weil sie wissen ja jetzt, ne? Wie gesagt, doch, da ist eine Quatsch, da ist eine Tür offen, da war doch einer schon drin. Geht aber auch nicht raus. Okay, vielleicht geht das ganze kommentarlos vorbei, weil sich Blue 4 gerade auch schon wieder zurückzieht. Wahrscheinlich lassen sie den einfach stehen und gut ist. Längliche Halle bei ihrer Position gesichert, komm. Trennung, Odin 1, hier Odin, komm. Odin 1, hört sie kommen. Frage, Schuppen bei Kommandobunker und Kommandobunker geklärt, kommen.
Was jetzt gefährlich ist, da ist der Butt. Katapult hat Schwerpunkt Richtung Südwest. Und Odin 1, Straße entlang der Richtung Butt. Südwest und Nordost. Ich weiß nicht, warum sie jetzt hier nach oben laufen. Kontakt, ich bereite Spannung vor, Odin Ende. Das Objective 2 ist erstmal unter Kontrolle. Das ist gut. Ah. So waren es Fehlschüsse, ansonsten Feindmeldung. Okay, er ist immerhin komplett ausgeschaltet. Ich hoffe, dass man ihn jetzt noch versorgen kann, wenn man ihn jetzt findet. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Also er hat gut aufgepasst, er hat es gut gesehen. Ah, schade, schade, schade. Odin 2 hier, Odin, komm. Ja. Keiner weniger. Ein Schlusslicht mit mir, wir sprengen gleich. Keiner weiß jetzt, wo er war, dass er da war. Also wir können jetzt, was wir jetzt nicht natürlich wissen, das muss man jetzt auch ganz klar zu sagen, er ist reingegangen ist. Wir wissen nicht, ob er nicht was gesagt hat. Also wir wissen nicht, ob er nicht aus Versehen doch was gesagt hat, aber auf Flüstern stand. Jetzt haben sie ihn gefunden, da ist einer drin, scheiße, guck mal eben. Weil das ist nämlich die Geschichte, wenn du dann auf Flüstern bist, dann kannst du noch so viel rumquaken, dann kannst du es nicht hören. Vielleicht stand er einfach dummerweise einfach nur auf Flüstern, dann war das wirklich Pech. Der ganze Angriff war gut, das hat sich schön in die Breite aufgefächert, auch schön die Korridore gegenläufig gesichert, also ne, hier in die Basis rein. Und dann hier nach rechts die Straße hoch. Also das ist schon wirklich gut ab. Also das für 23 Uhr. Alles klärchen. Babum, da fliegt der Turm in die Luft. Sehr schön. Und jetzt heißt es, noch ein Ziel zu nehmen. Und dann haben wir auch... So, das andere Ziel, ich denke mal, dass sie jetzt einfach den Weg retour gehen werden. Hier dann wieder hoch über das Waldstück und dann da rein. Schauen wir uns alle, gleich Phase an. Abgeschlossen. Wir wechseln zu Phase 5, Objective Kilo. Wir gewinnen RP Asgard. Dazu Sprung auf Marsch für Odin 1 und Frick. Trennung, Katapult. Hier Asgard kommt. Katapult hört. Auf mein Kommando abziehen und eigentlich gewinnen über Faceline Tor zu Objective Bravo. So verstanden, komm. Wir ziehen auf Faceline Tor und kriegen Einsicht auf Objective Bravo. Komm. Okay. Odin, Lageinfo an alle. Wir sammeln uns bei RP Asgard. Kampfkrafterhaltung durchführen. Jeder trinkt was. Nach einer kurzen Pause nähern wir uns an auf Objective Bravo. Dann führen wir den letzten Anstreich durch. Odin, Ende. Kannst.